Seit Montag sind österreichweit zigtausende Impfzertifikate ungültig. Der Grund ist eine Verkürzung der Gültigkeit der Zertifikate im grünen Pass von 360 auf 270 Tage. Von den Änderungen sind österreichweit beinahe 29.000 Zertifikate betroffen. Zusammengefasst heißt das, dass doppelt Geimpfte von heute auf morgen zu Ungeimpften werden. Auch die Durchimpfungsrate wird dadurch zumindest am Papier geringer, was der Regierung eine weitere Ausrede bringt, um die Notwendigkeit der Impfpflicht zu legitimieren. Mit Montag wurden also zigtausende geimpfte Menschen zu neuen Betrogenen der Regierung. Denn den Menschen wurde versprochen, dass die zweimalige Impfung schützt, und zwar für lange Zeit. Von einem Booster war damals ebenso nicht die Rede, wie vom Umstand, dass die Wirkung der Impfung schon nach wenigen Monaten rasant abnimmt. Das Ergebnis sieht man jetzt auch in den Krankenhäusern, in denen viele doppelt und sogar dreifach Geimpfte landen. Wie auch immer, auch die Geimpften wurden einmal mehr betrogen. Zählten die Menschen, die mit heute ihr Impfzertifikat verlieren, vor wenigen Tagen noch zur Gruppe der Braven, sind sie nun wieder böse Ungeimpfte, die ab sofort wieder Tag für Tag ihrem Arbeitgeber beweisen müssen, dass sie gesund sind und für die der Lockdown ebenfalls weitergehen wird. Zu verantworten hat das alles die türkis-grüne Bundesregierung mit ihren Versprechen, wonach die Impfung der alleinige Weg aus der Krise sein wird, betonte FPÖ-Obmann Herbert Kickl. Wer künftig den dritten Stich verweigert, wird gleich wie die Ungeimpften im Zuge der Impfpflicht per Gesetz dazu genötigt, sich impfen zu lassen. Wer das nicht tut, dem drohen massive Konsequenzen. Nach Medieninformationen soll die geplante Einführung des Impfzwanges ab 1. Februar 2022 für alle Österreicher mit Geldstrafen in der Höhe von 600 Euro zu zahlen alle 3 Monate durchgesetzt werden. Doch das ist nicht alles. Die Regierung verschweigt den Österreichern nämlich, dass sie sich klammheimlich im Verfassungsausschuss vergangene Woche die Möglichkeit der Verhängung einer Beugehaft für Menschen, welche die vorgeschriebenen Covid-19-Impfungen verweigern, verschafft hat. ÖVP und Grüne koppeln über einen perfiden Schachzug den Impfzwang mit Beugehaft. Bis zu einem Jahr kann diese dauern und sie greift für jene, die kein Geld haben oder die trotz mehrfacher Bezahlung der Geldstrafe keine Impfung akzeptieren. Sie können letztlich so lange in Haft genommen werden, bis sie die verlangte Impfung vornehmen lassen. Die FPÖ stimmte als einzige Partei gegen die drohende Inhaftierung von nicht geimpften Menschen. Und das ist der Grund, warum wir hier Alarm schlagen. Wir werden das auch in der Plenardebatte Mitte Dezember nochmals thematisieren und die Regierung auffordern, hier wirklich eine Garantie abzugeben, dass dieses Instrument der Beugehaft, das im Fremdenrecht wirklich seine Berechtigung hat, nicht angewendet wird auf Staatsbürger, die nichts anderes angestellt haben, als gegenüber der Regierung kritisch zu sein. All jene, die diesen ganzen Wahnsinn ablehnen, laden wir ein, am kommenden Samstag mit uns gemeinsam ein starkes Zeichen dagegen zu setzen. Und zwar im Rahmen einer großen, friedlichen Kundgebung in Wien mit FPÖ-Obmann Herbert Kickl.